Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einmal mehr hat die AfD wieder gute Ideen, wie Deutschland noch demokratischer werden kann. Vermeintlich gut, kann man aber auch nur sagen. Schon bei der direkten Demokratie auf Bundesebene wollten Sie ja Vorreiter sein, gemeinsam mit der Linkspartei natürlich. Und nun wollen Sie auch noch den Bundeskanzler an die Amtszeit. Also wahrscheinlich vor allen Dingen einer ganz bestimmten Bundeskanzlerin, die Ihnen ja schon lange ein Dorn im Auge ist. Aber ich glaube, man kann es ja sagen, mit der AfD und Angela Merkel ist es wie mit dem Spiegel und Helmut Kohl. Beide waren der festen Meinung, dass diese Kanzler weg müssen und erklärten dies auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Doch die Wähler haben das immer wieder anders gesehen und honorierten die herausragenden Leistungen christdemokratischer Kanzler in Deutschland mit ihrem Votum. Und das ist am Ende auch das, was in unserem Land zählt, in der Demokratie, meine Damen und Herren. Und insofern ist der Wunsch des Wählers auch das wichtigste Argument gegen Amtszeitbegrenzung. Jede Amtszeitbegrenzung ist ein Misstrauensvotum gegenüber dem Souverän, das ist doch völlig klar. Und zugespitzt kann man sagen, der Gesetzentwurf der AfD unterstellt, der Bürger wisse nicht, wann es an der Zeit ist, einen Kanzler oder eine Kanzlerin abzuwählen. Und deswegen müsse man jetzt das Recht auf Wiederwahl beschränken. Ich sage ganz deutlich, wir Christdemokraten teilen dieses Menschenbild nicht. Wir glauben an den mündigen Bürger, der seine Wahlentscheidung ganz bewusst trifft bei den Wahlen in Deutschland. Und mit Blick auf Form und Stil der Auseinandersetzung in Ihrer Partei wäre es ja vielleicht auch ratsam, sich zunächst erstmal in innerparteilicher Demokratie zu üben. Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es noch ganz erheblichen Nachholbedarf. Aber lassen wir uns mal auf den Gedanken einer Amtszeitbegrenzung ein. Man kann ja argumentieren, Sie haben es auch gemacht, dass Frankreich und USA solche Begrenzungen kennen. Auch Russland als ihr urdemokratisches Vorbild kennt ja so eine Amtszeitbegrenzung. Aber es ist schon gesagt worden, die Vergleiche hinken. Die Unterschiede liegen ja auf der Hand. Wir haben direkt vom Volk bzw. von Wahlmännern gewählte Präsidenten in diesen Ländern, die Staatsoberhäupter sind, die über der Regierung stehen und die weitreichende Befugnisse haben, auch ohne Parlamentszustimmung. Diese Präsidenten vereinigen ein hohes Maß an Macht auf sich. Und dann kann eine Amtszeitbegrenzung auch sinnvoller Bestandteil der Gewaltenteilung sein. Obwohl mit Blick jetzt auf den amtierenden amerikanischen Präsidenten und seinen Vorgänger kann man auch daran durchaus Zweifel haben, ob das Sinn macht. Aber in Deutschland ist das jedenfalls ziemlich anders. Wir haben eine Kanzlerin, die kann nicht mal sichere Herkunftsstaaten für Asylbewerber festlegen. Auch unser Bundesparlament hier kann das nicht. Und wollte die Kanzlerin eine Mauer bauen an einer Grenze, manche haben ja so absurde Ideen, dann würde sie es auch nicht durchsetzen können. Was bedeutet das System von Koalitionsvereinbarungen, Regierungen, einem einflussreichen Bundesrat in unserem föderalen Gefüge und generell starke Parlamentsbefugnisse machen eine Amtszeitbegrenzung nicht nur unnötig, sondern sie machen die eigentlich auch völlig überflüssig. Und das, was Sie im Antrag geschrieben haben, nämlich diese unterstellte Monopolisierung der Macht, die ist ja ein reines Luftschloss. Ich habe das beschrieben. Das hat weder was mit dem Verfassungsrecht noch mit der Verfassungswirklichkeit in Deutschland zu tun, meine Damen und Herren. Und vielleicht noch mal ein Gedanke, der noch nicht gefallen ist. Wenn wir uns die Verhandlungsposition deutscher Regierungschefs anschauen, insbesondere auf internationaler Ebene, die fußen doch nicht auf Macht, die fußen auf Einfluss, den sie haben. Und womit hängt das zusammen? Das hängt auch mit der Kontinuität der Amtszeiten zusammen, den viele Kanzler in Deutschland gehabt haben. Ob es Adenauer war, ob es Helmut Kohl war oder ob es Angela Merkel jetzt ist. Und wir würden uns da auf internationaler Ebene ein Bein stellen, wenn wir diese Kontinuität per Gesetz unterbinden würden. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der hier noch gar nicht gekommen ist. Also, wir können zusammenfassen. Eine Amtszeitbegrenzung ist weder nötig noch sinnvoll. Sie beschränkt das Recht des Wählers, einen erfolgreichen Regierungschef wiederzuwählen, von denen wir ja auch schon viele gestellt haben. Und sie ist im Grunde unserem politischen System in Deutschland auch wesensfremd. Und deswegen kann ich klar sagen, wir Christdemokraten lehnen das hier auch ab. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.